Kriegserlebnisse des Domküsters Josef Schrimpf. Einen Scheinangriff auf Fulda flogen feindliche Bomber in der Nacht vor Heiligabend vom 23. auf den 24. Dezember 1943. Die Fuldaer nahmen den Krieg in der Heimat immer noch nicht ernst genug. Trotz Alarm suchten viele keinen Luftschutzkeller auf. Auch ich stand alleine mit der Luftschutztruppe des Domes vor dem Nordturm des Domes, als die Christbäume, das sind nächtliche Leuchtmarkierungen am Himmel für den gezielten Bombenabwurf, als abgestecktes Angriffsquadrat über der Stadt aufleuchteten. Ich eilte in den Turm, einige Windungen hinauf. Die Turmtür war immer noch eine schwache Holztür und wartete unter brennendem Beten auf die Explosionen, ständig meine Angehörigen vor Augen, die ungeschützt im kleinen Küsterhaus zurückgeblieben waren. Die Bombenabwürfe blieben aus. Vorsichtig wagte ich mich auf den Domplatz. Es war wieder nächtliche Stille. Fulda war gewarnt. Erster Terrorangriff am 11. September 1944 auf Fulda. Es war ein sonniger Herbsttag. Der Fliegeralarm dauerte außergewöhnlich lange über die Mittagszeit hinaus. Das Mittagessen fiel aus. Die Luftschutztruppe des Domes stand in ihren grauen Schutzanzügen, Stahlhelm und Gasmaske am Koppel hängend, fast vollständig vor ihrem Luftschutzraum, dem Südturm des Doms. Beide Domtürme waren in ihren unteren Treppenwindungen als in etwa sicher anerkannt, haben sie ja als Kern noch das feste Mauerwerk der Türme der alten Stiftskirche. Der Angriff. Der Alarm dauerte also stundenlang und alles wartete auf die Entwarnung. Es dauerte gar nicht lange, als jemand feindliche Kampfverbände im Rückflug auf Fulda ansagte. Kurz darauf sahen wir auch schon ein Rauchsignal über der Stadt. Alle stürzten in den Turm und kurz danach hörten wir Detonationen in der Ferne. Es muss bei den Gummiwerken gewesen sein. Ich glaubte, auch in der Nähe Explosionen gehört zu haben und eilte, im Glauben, der Angriff sei vorüber, zur Sakristei, um festzustellen, ob Brandbomben gefallen seien. Aus der Sakristei herauskommend rief mich Dompfarrer Wilhelm Schüler aus der Bonifatiusgruft an und fragte, ob der Dom getroffen sei. Während ich ihm sagte, dass der Dom und die Sakristei nicht getroffen seien und ich wieder zum Turm zurück wollte, da krachte es über uns. Ich stülpte meinen Luftschutzhelm über und wir beide eilten in die Nische rechts vom Bonifatius-Altar, wo auch ein Tabernakel mit dem Sanctissimum in Sicherheit stand. Es tat solche Schläge über und um uns, so dass wir glaubten, der Dom bräche über uns zusammen. Bei einer der Explosionen rief ich verzweifelt, »Jetzt ist die große Kuppel eingestürzt!« Es wurde ruhig und langsam kam wieder Tageslicht in die Krypta. Die Zerstörungen im Dom. Eine Bombe war unter dem mittleren Fenster schräg in die dünne Wand eingeschlagen und innen explodiert. Die meisten Bänke waren an die gegenüberliegende Wand geschleudert, die drei Figuren vom Altar herabgestürzt, der Beichtstuhl nahe der offenen Tür in sich zusammengefallen. Die Erschütterung hatte die nahe kleine Kuppel über dem Simplicius-Altar zum Absturz gebracht, die Kuppellaterne hing schräg im zerbombten Dach. Die Außentür und ihr Windfang waren weggefegt. Ich ging durch das nördliche Seitenschiff. Gottlob, die große Kuppel hatte der Erschütterung standgehalten, aber drüben im anderen Seitenschiff vor dem Martinus- und dem Dreikönigsaltar lagen Berge von Schutt. Durch die Kuppelöffnungen und ohne Dach darüber schien die Herbstsonne hell in den Dom, der mit Glasscherben übersät war. Sofort kamen mir furchtbare Gedanken.
Wäre ich ohne Anruf des Dompfarrers von der Sakristei zum Turm zurückgelaufen, dann wären diese Gesteinsmassen mein Grab geworden. Vor dem Südturm traf ich den Luftschutzleiter Domkaplan Weigand, der auch erstaunt war, dass trotz des Absturzes der beiden Kuppeln die Altarbilder fast unbeschädigt waren und sogar die Altarkreuze noch an ihrem Platz standen. Wir gingen zur Sakristei, die voller Scherben und Gartenerde lag. Da mussten also im Garten der Domdechanei etliche Bomben gefallen sein. Zusammenfassendes Schlusswort. Fulda verfügte über zahlreiche Luftschutzeinrichtungen. Nur vier davon wurden filmisch mit Aufnahmen des Medienzentrums heute vorgestellt. Von welchen Gesichtspunkten ließen wir uns bei der Auswahl leiten? Zuerst musste zwingend im inhaltlichen Zentrum dieser Arbeit die Katastrophe im Grenzbach-Bunker stehen. Sie bewirkte, wie eingangs dargestellt, mit ihren 707 Toten die Sonderstellung Fuldas im Bombenkrieg. Die übrigen drei lassen die Befürchtung aufkommen, dass eine Katastrophe ähnlicher Art sich leicht hätte wiederholen können. Hier hatte Fulda Glück im Unglück. Didaktisch-methodische Gründe ergänzen diese Auswahlkriterien. Für alle genannten Luftschutzeinrichtungen liegen meist zeitnahe, ausführliche und eindrucksvolle Zeitzeugenberichte vor, sowie Bilder von großer Wirkmächtigkeit.